Der 19-jährige Bauernjunge Sören Hinnack hat endlich ein Date mit seiner Flamme Zvenja. Nur wenige Minuten vor dem Treffen bekommt Sören jedoch kalte Füße. Nee, ich sag ja ab, das will doch nicht. Ich sag hier, jetzt ab hier. Nee, warte mal, Sören, ich hab da so eine Idee. Nur die Frauen kommen mit meiner Ehrlichkeit nicht klar, Kai Uwe. Hier, Idee. Was? Wenn du gleich dein Date mit Zvenja hast, dann nimmst du mal hier diesen Knopf ins Ohr. Ja, und dann höre ich Helene Fischer oder was, ja? Ich kann dann alles mithören und dir sagen, was du antworten sollst. Kennst du dich irgendwie aus mit Weibern oder was, ja? Klar, Sören. Ich war doch mal eine Woche mit Lisa Hackenbüttel zusammen. Eine ganze Woche? Nee, nur 5 Tage. Danach wolltest du nicht mehr. Wieso? Sie sagt, ich stink. Ja? Nach Gülle. Kai Uwe, ich sag mal so. Du riechst manchmal wirklich auch ein bisschen nach Gülle. Das meint Deodorant. Egal. Mach das mit dem Knopf. Ja, wenn du meinst, dass das irgendwie wird, sag ich mal mit dem in den Zehen, ist das so. Da kannst du mir aber mal vertrauen, Sören, sag ich mal. Ja, dann los. Zvenja! Zvenja! Alles für die Palutte oder was, Jörg? Hast du ja süß was aufgebaut hier? Klar, Jörg! Setz dich, Jörg! Zvenja, mir ist vielleicht was Krasses passiert, als ich gerade hergekommen bin. Ich laufe so übers Feld. So, Sören, wenn du mich hören kannst, dann hau mal mit deiner Hand gegen den Kopf. Sören, wenn du mich hören kannst, einmal mit der Hand gegen den Kopf hauen. Nee, das will ich jetzt nicht. Sören, hörst du mir überhaupt zu oder was, Jörg? Mit der Hand gegen den Kopf, Sören! Nee, Zvenja, ich hab gerade irgendwie so ein paar... Sag, du warst abgelenkt, weil sie so schmuck aussieht. Nee. Sag das jetzt, sonst geht sie gleich weg. Ich spür das. Ja, sorry, Zvenja, ich war ein bisschen abgelenkt, weil du so eine schmucke Dame bist. Oh, Sören, danke! Ja, kann ich dir irgendwie was anbieten? Mal einen Korn haben oder was, Jörg? Hast du vielleicht auch ein Glas Wasser oder so? Bist du eine Kuh? Trinkst du Wasser oder was, Jörg? Wie bitte? Sag schnell, in Indien sind die Kühe heilig. Du verehrst sie. In Indien sind ja meine Kühe heilig. Die verehre ich nämlich. Okay. Also, Zvenja, ich habe jetzt ein Korn und was anderes habe ich jetzt nicht da. Also. Okay, Sören, wenn es sein muss, dann ein Korn. Ich weiß gar nicht, was du hast. Korn ist ja ein Getreide und Getreide ist ja auch gesund, sag ich mal. Also, Prost, Zvenja. Ja, Prost, Sören, was? Sag dir jetzt mal, da du Gefühle für sie entwickelt hast, Sören. Also, Zvenja, ich sag dir das jetzt mal ganz direkt. Wenn ich dich so angucke, dann... Ja? Dann sind ja auch ein paar Gefühle mit im Spiel, Zvenja. Oh. Und jetzt fragst du sie mal ganz freundlich, ob du sie mal küssen darfst. Ich werde dich jetzt mal hier küssen, du. Ja, also... Und danach will ich ja auf dem Heuboden ein bisschen Sex mit dir machen. Zu viel, Sören! Sören, das geht mir jetzt ein bisschen zu schnell, würde ich sagen. Ja, verkackt, tolle Wurst. Was? Ja, verkackt habe ich schon wieder, Zvenja. Reingeschissen habe ich Zvenja hier jetzt wieder. Fragst du mal, ob sie auch gern Musik hört. Ja, hörst du auch Musik irgendwie so, oder was? Klar, ja! Ja, was soll ich jetzt? Was hast du? Was ist das hier? Was ist das hier? Ja, nun fragst du, was für Musik du hörst. Sören, du musst auch ein bisschen was selber mal machen. Ja, was für Musik bist du da so unterwegs, so? Ah, da höre ich eigentlich alles so querbeet, ja. Kai Uwe, das hat uns jetzt hier kein Stück weitergebracht, die Geschichte mit der Musik. Ich habe... Sören! Die will auch immer noch keinen Sex mit mir machen hier. Mit wem redest du da, Sören? Mit meinem Kumpel Kai Uwe, der gibt mir Party. Also, irgendwie bist du echt merkwürdig. Ja. Wollen wir mal einen Korn haben, oder was, Jörg? Nee, aber ich wollte dir nochmal was zeigen, Sören. Endlich geht das mal in die richtige Richtung hier. Guck mal hier, Sören, den Ring habe ich mir gekauft. Wie findest du denn? HSV liegt zurück, Sören. Ja, scheiße. Du findest den scheiße, oder was, Jörg? Ja, richtig scheiße. Ich könnte kotzen, Jörg. So eine Pisse, Jörg. Oh nein, wir haben verkackt. Für einen Tanz auf, Sören. Was? Für einen Tanz auf. Weibern mögen sowas. Ich bin weg, Sören, du blöder Pisser, Jörg. Schnell, führ was auf, sonst ist sie weg. Svenja, guck mal hier, Jörg. Guck mal hier. Tanz mal einen Schwing hier, oder was, Jörg. Ein bisschen Disco-Fox, Jörg. Weiter machen, Sören, gleich hast du sie. Das habe ich für dich einstudiert, Svenja, als kleine Überraschung. Ja. Und jetzt noch was singen dazu. Bist du irgendwie... Los, sing, dann machst du gleich Sex mit dir. Atemlos durch die Nacht. Atemlos
Zvenja! Und jetzt noch ein schöner Spruch, dann hast du sie. Wie viele Gehirnzellen hat eine Frau, Zvenja? Sören, nein. Vier. Für jede Hirtler der eine. Ja, schade, Sören, hat nicht sollen sein. So nah war ich noch nie dran, Kai Uwe. Die wollte ja fast Sex mit mir machen. Ganz knappe Geschichte. Ja, schade, hat nicht sollen sein, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr weitere Videos sehen möchtet von Sören, klickt gerne mal hier. Da findet ihr eine Playlist von seinen Videos. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das mal machen würdet. Ich wünsche euch alles Gute, liebe Grüße und bis dann. Ciao.